Wir kommen im nächsten Level unseres Voxus zu Tomb Raider Original. Wir sind im Grab von Quelopec angelangt. Das ist der letzte Level des Peru-Abschnittes. Und hier gibt es noch mal ein bisschen Sau-Reaction. So, die sind weg. Ein paar gibt es dann noch. Unsere Hauptaufgabe in diesem Level ist, drei Türen zu öffnen. Diese sehen wir hier. Dafür gibt es drei kleine Mini-Rätsel und dann sind wir auch schon durch. So, als erstes lassen wir mal den da weg. Tschüss. Wir müssen da dann auch wieder raus. Da oben ist eigentlich das Ziel, durch das wir dadurch kommen. Und ja, jetzt legen wir los. Das Ganze ist gespickt mit ziemlich vielen Fallen. Es gibt drei Secrets in diesem Level, die wir mehr oder minder gegen Ende des Spiels finden werden. Da war meiner Meinung nach nichts. Und hier geht's los. Hier ist der nächste Quader, den wir schieben können. Und hier müssen wir rüber. Aufpassen hier. Und machen auch schon die erste Tür somit auf. Hier aufpassen, weil da unten Stachel. Man sieht es jetzt nicht gut. Ah, jetzt sieht man es. Ein bisschen zumindest. Ganz an den Rand gehen und springen und schon seid ihr drüber. So, wir können uns den nächsten Gang widmen. Muss nur schauen, ich wäre der Meinung gewesen, hier wäre ein Item gewesen. Ah ja. Na, nicht wieder einstecken. So, die sind tot. Der da auch. Und wir können schon rauf und den nächsten Quader rausziehen. Ganz gut versteckt hier auch wieder. Und sitzt durch diese, durch diesen Dings da unten ein bisschen. Durch den Ring. Ich kann nicht wissen, wer die früher ziehen hat müssen. Wahrscheinlich unfreiwillig sogar. Die beiden wahrscheinlich hier. Wenn euch das zu lange dauert, ihr könnt auch von der Seite hier rüberspringen wieder. Okay, da ist nichts. Ich dachte, hier wären eigentlich auch Dingens, aber da habe ich mich getäuscht, dass hier Stacheln wären. Manchmal verstehe ich die Kamera einfach nicht. Die macht es einem nur schwer. So, das waren die zwei leichteren Türchen. Türchen Nummer 3 ist ein bisschen kompliziert. Aber werden wir auch schaffen. Mich jetzt nur orientieren. Okay, wir müssen zurück.
Und hier müsste es zu Türchen Nummer 3 gehen. Ja. Einmal ziehen. Dann hier runter, hier rein. Kommt er nach oben zu der ersten verschobenen Plattform, die da drüben ist. Die brauchen wir jetzt aber noch nicht. Wir müssen hier rüber. Und gehen komplett um den Komplex herum, um auf die andere Plattform zu kommen. Ich finde es immer wieder genial. So, einmal noch Lara. Dann sind wir schon oben. Oh, da waren wir zu langsam. Das ist nämlich Zeit passiert. Aber wir können das gleich mal wieder regeln, indem wir das einfach nochmal machen. So, einfach nochmal machen. So, habt ihr wenigstens auch gesehen, wo es zurückginge, falls das schief gehen sollte. Ah, nicht hängen bleiben jetzt. Und aufpassen natürlich auf die Stacheln da vorne. So, jetzt müssen wir da rein. Dazu stellt ihr euch am besten hier so richtig schön an die Seite und mit einem langen Sprung und ein bisschen nach rechts, nach links geht das dann. Da habt ihr den nächsten Hebel. Und jetzt fährt er wieder in eine andere Position. Und genau da wollen wir ihn haben. Bisschen Übung geht das schon. Das ist eigentlich die Schwierigkeit in dem Level, das mit den Springen ein bisschen abzuschätzen hier. Ihr seht, da unten sind Stacheln. Wenn ich da falsch springe, dann habe ich... Ihr wisst schon was. Ja, und der Typ, der ist dann nur Deko. Boah, warum bist du jetzt nicht gesprungen? Lara, das wäre beinahe unser Ende gewesen. Und man hat es auch schon gehört. Da kommt noch was Prähistorisches. Und legt sich auch gleich schlafen. Brava, Fifi. So, eigentlich haben wir das Schwierigste jetzt schon hinter uns. Aber nur eigentlich. Weil jetzt geht's an die Secrets in diesen Raum.
Die sind nämlich wirklich fies versteckt. Wenn man das nicht weiß und Pech hat, dann geht man hier hops auch noch. Ja. Einmal schräg rüber. Das ist jetzt gar nicht mal so gut. Gut aufpassen, ganz an die Seite gehen bitte. Das ist nämlich das zweite Secret hier. Und wie in vorhergehenden oder nachfolgenden Teil, wenn man langsam geht durch die Stacheln, passiert einem nicht allzu... Ja, das war jetzt notwendig, Lara, danke. Passiert einem zumindest nicht allzu viel, wollte ich sagen. Ja, und dann wären wir schon am Ziel unseres Trips durch Peru. Darum geht's. Das wollen wir haben. Das holen wir uns jetzt auch. Ja, und wie es der Zufall so will, kaum nimmt man so ein Teil, fängt auch schon alles an einzustürzen. Indiana Jones lässt grüßen, ne? Und so wie wir reinkamen in den Level, so gehen wir jetzt auch raus. Und hierbei Obacht, nicht gleich rausgehen. Denn hier ist noch ein Secret versteckt. Das ist Secret Nummer 3 in diesem Level. Ich glaube, ein Medipack, ein kleines, habe ich liegen lassen irgendwo. Hätte ich zwei kriegen müssen in den Level. Aber wie gesagt, bei mir ist der Fokus wirklich darauf gelegt, dass ihr alle Secrets bekommt. Und nicht unbedingt jedes Goodie mitgenommen wird. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Endkampf. Ihr habt es gesehen, da war... Nehmen wir lieber eins. Ein Bossbalken. So, er ist noch nicht ganz tot. Jo. Lara verliert keine Zeit. Und ja, das war der erste Teil vom Skion und der letzte Teil vom Peru-Trip. Weiter geht es in St. Francis Foley im nächsten Level. Ich sag schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.